Herzlich willkommen zum zweiten BV für euch unterwegs. Heute sind wir in Stuttgart, wo wir uns zu einem BV-Arbeitstreffen zusammengefunden haben. Ja, wir sind nun schon seit 101 Tagen, 15 Stunden. Das heißt nur noch genau 264 Tage für euch in Charge. Apropos Nana, was hast du eigentlich so in der letzten Zeit gemacht? Ja, wie ihr gerade gehört habt, sind wir im wunderschönen Stuttgart und dem einen oder anderen dürfte es noch nahe Erinnerung sein. Nicht mal vor zwei Wochen fand genau hier an diesem Ort unser Delegiertenwochenende statt. Dort haben wir mit euch gemeinsam spannende Diskussionen erlebt, unsere Strategie vorgestellt und mit euch ein einfach unvergessliches Wochenende verbracht. Darüber hinaus habe ich letzte Woche noch ein Gespräch mit einem Unternehmensvertreter von Axel Springer, wo es vor allen Dingen um die Weiterführung der Kooperation, eine engere Kooperationsfähigkeit mit dem Unternehmen abgestimmt wurde. Marie, warst du eigentlich mit auf der DV? Doch, ich glaube schon, da leuchtet was in meinem Kopf. Also, ich war seit der DV auch viel unterwegs, vor allen Dingen bei meinen Standorten zu Besuch. So konnte ich mit dem Vorstand in Oldenburg in einem Strategietreffen langfristige Ziele setzen, überlegen, wie kommen wir dahin und direkte Maßnahmen planen. Und auch in Tübingen waren wir, sogar zu dritt gestern, und haben neben der Vorstellung der Bundesebene auch inhaltlichen Input mitgebracht. Und zwar ging es da rund ums Thema Feedback. Und was war bei dem dritten im Bunde? Ja, ich war in Bayreuth und habe die GS Bayern getroffen, den Vorstand der GS Bayern. Wir haben uns zusammen ausgetauscht, waren zusammen unterwegs, waren dann auch auf Weihnachtsmarkt, war ein sehr, sehr schöner Abend. Bin dann auch gleich in Bayreuth geblieben und habe beim Winterteambuilding von Bayreuth teilgenommen, habe viele motivierte Mitglieder kennengelernt, konnte was über die Bundesebene erzählen und wir hatten ein sehr, sehr schönes Wochenende zusammen und ich hoffe auch, dass die neuen motivierten Mitglieder auch euch dann auf der nächsten Nationalen alle kennenlernen werden. Ja, wie ihr seht, wir waren wieder mal viel unterwegs und das haben wir auch noch in der nächsten Woche vor. Es stehen einige Standortbesuche noch auf dem Programm, bevor wir uns dann auch in die Weihnachtsferien verabschieden. Und für alle, die wir nicht mehr sehen werden, jetzt schon an dieser Stelle wünschen wir euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit. Genießt die Festtage mit euren Liebsten. Und wenn ihr auch Grüße an das gesamte Marketingland versenden wollt, dann nutzt jetzt die Gelegenheit, macht ein Foto von eurem Weihnachtsbaum und postet es genau hier runter. Also, wir freuen uns auf eure Weihnachtsbäume. Und ja, wir sind dann auch schon wieder unterwegs. Im Sinne der gemeinsamen Weiterentwicklung geht's auf nach Göttingen, Erfurt, Lüneburg, Bamberg. Und wir wünschen euch allen eine frohe Weihnachten. Bis morgen! Bis morgen!